Hallo und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche habe ich hier für euch das Herren Premium Pilz. Ja, ich war letztens mal in Bramsche und dort gab es bei Getränke Höfmann auch ein ziemlich gutes Angebot an Bieren verschiedenster Arten und Sorten und Regionen. Fand ich sehr überraschend und habe mich sehr darüber gefreut, vor allem, da wir langsam hier in meiner Region direkt im direkten Umfeld, sag ich mal, so langsam die Pilzbier rausgehen. Und da habe ich dann doch ein paar einpacken können, die ich hier nicht bekomme und die ich noch nicht hatte. Das fand ich sehr erfreulich. Insofern, ja, genug erstmal zu der Geschichte. Kommen wir zum Bier selber. Interpräsenz suchen wir hier vergeblich, ist quasi eine Abfüllung für eben besagten Getränkemarkt Höfmann oder Getränke Hoffmann, ach, Hoffmann, Entschuldigung, Hoffmann, nicht Höfmann. Ja, also Getränke Hoffmann. Angeblich gebraut das Ganze von der Berliner Kindl Schultheiß Brauerei in Berlin. Ob es wirklich so ist, kann ich natürlich nur mutmaßen. Insofern keine Garantie für diese Information. Das ist nur das, was ich in Erfahrung bringen konnte. Aber kommen wir zur Flasche. Was steht drauf? Was erfahren wir hier? Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Jawohl. Seit 1966 immerhin. Herren Premium Pilz. Okay. Spezialabfüllung für Getränke Hoffmann. Gut. Rückseite. Dann Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hopfen. Ein kleines Textchen haben wir auch sehr klein gedruckt. Feinherbes Pilz schmeichelt jedem Gaumen mit seiner einzigartig erfrischenden Note. Unvergleichlich köstlich. Ah, unvergleichlich. Wir vergleichen es trotzdem. Das Ganze, wie gesagt, abgefüllt für Getränke Hoffmann GmbH. Blankenfelde Mahldorf. 1,5, wo ist das denn? Na, werde ich nachher nachgucken. Gut, Alkoholgehalt haben wir hier. 4,9 Volumenprozent. Gut, mehr erfahren wir nicht. Das heißt, wir müssen selber jetzt mal reingucken, was drin ist. Flop muss sein. Jawohl. So, die können wir gelten lassen. So, nun rein mit dir ins Glas. So, das Herren Premium Pilz im Glas. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen dünn aus. So strohgelb und leicht, ja, ein bisschen wirklich dünn, finde ich. Bläschen steigen dafür reichlich auf. Schaum, übrigens feinporig. Und obendrauf, ja doch, sieht auch recht ordentlich aus. Also ordentliche Schaumkrone, gefällt mir gut. Nur farblich könnte da ein bisschen mehr sein, dann sähe es ansprechender aus, finde ich immer. Für euch die Bläschen nochmal in der nahen Sicht natürlich, wie immer. So, ich hoffe, ihr konntet was erkennen. Ich hoffe, die Kamera steht auch wieder auf mich scharf jetzt. Also, gut, kommen wir zum Geruch. Riecht sehr frisch hopfig, also sehr deutliche Grasnote drin auf jeden Fall. Und leicht blumig süßlich. Auf jeden Fall sehr schön frisch. Das gefällt mir erstmal grundsätzlich für den Pilz immer. Das doch so mehr und mehr kommt dieses Süßliche mehr durch. Ah, ich erwarte jetzt, na, vielleicht ein mäßig gehopftes Bier. Worauf hier, was hatten Sie geschrieben? Feinherbes Bierpilz. Ah, könnte vielleicht doch ein bisschen herber sein. Ich hoffe es. Aber nützt ja nichts, müssen wir selber rausfinden. Also, Prost! Sehr metallischer Abgang. Dem Abgang ist wirklich metallisch. Anfang? Na, ich muss da mal einen Schluck nehmen. Frischer Anfang, aber danach wird das so sehr, ja, schon fast, also Feinherb möchte ich nicht nennen, das wird schon fast brachial her. Ihr habt so ganz kurz so eine leichte Malzwürze, leichte Süße drin, Hellmalzigkeit. Prickelt aber auch gar nicht mal so viel. Also, ich muss feststellen, Biere, die viel sprudeln im Glas, prickeln weniger auf der Zunge. So bisher so mein, ja, meine Erfahrung eigentlich so, ne? Aber hier, es wird dann schon sehr herb und auch sehr im Abgang metallisch, wirklich sehr metallisch. Es wird wirklich ab Mittelteil, so kurz nachdem dieses Hellmalzige durchkam, so ein bisschen
Danach wird das, packt so der Hopfen zu. Es wird deutlich herb. Es wird dann auch fast schon direkt bitter. Und im Abgang habt ihr wirklich hauptsächlich sehr bitter und sehr metallisch auf der Zunge. Und es bleibt auch, sag mal, hinten auf der Zunge, im hinteren Teil auf der Zunge die ganze Zeit kleben. Also ich habe da jetzt richtig so ein, ja, ich wollte sagen, so ein Bitterpelz. So also einen metallischen Bitterpelz habe ich auf der Zunge. Ist nicht so ganz so schön. Also, ich weiß nicht. Also, na. Nee. Also man merkt einfach, das ist so ein günstig Hausmarke. Das schmeckt man einfach. Ist ein bisschen lieblos. Ist nicht gut abgestimmt. Wahrscheinlich auch nicht die besten Zutaten. Wahrscheinlich der günstigste Hopfen oder sowas dazu. Davon dann reichlich. Schmeckt zumindest so ein bisschen so. Also das Bier ist sehr kantig und auch ein bisschen, so durch das Metallische möchte ich sagen, platt. Also wirklich sehr, sehr bitter, sehr herb. Selbst ich ja lieber herber Biere, mir ist es zu bitter, zu metallischer Abgang vor allem. Wenn das ein bisschen schöner, harmonischer wäre, ich weiß nicht, was da noch von dem Malz zu erwarten wäre, wenn man da ein bisschen mehr schmecken würde. So ist das von diesem Hopfen, entweder ist der Hopfen zu kräftig oder es ist einfach, sag mal, überhopft. Das ist dann nicht mehr schön, das ist im Verhältnis nicht stimmig und so schmeckt das Bier einfach nicht. Und deswegen von mir auch keine Empfehlung hier, tut mir leid, hier fürs Herrenpilz Premium oder Herren Premium Pilz, wie auch immer. Tut mir leid, kann ich keine Empfehlung für aussprechen. Also mir schmeckt es überhaupt nicht, ich finde es wirklich zu bitter und vor allem das Metallische, das ist sehr metallische und es hängt mir immer noch nach und es stört einfach. Es ist kein Genuss, wirklich das Bier zu trinken. Von daher von mir definitiv keine Empfehlung. Okay, das soll es gewesen sein für diese Woche. Das war es Bier um 4. Ich glaube Ausgabe 103, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer auf ein Däumchen rauf. Ja, und dann ruhig eure Erfahrungen, wenn ihr das Bier kennen solltet. Ich weiß nicht, wie weit das vertrieben wird, wo alles hier Getränke Hoffmann vertreten ist. Wenn ihr es kennt, schreibt ruhig mal in die Kommentare runter, wie ihr es findet, was ich für Erfahrungen damit habe. Würde mich mal interessieren und ja, wie gesagt, nicht vergessen, Däumchen drauf. Ansonsten war es das für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche mit dabei beim Bier um 4. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut.